Schimmerin. Ich weiß nicht, ob ihr mich hier gut versteht. Aber ja, ihr seht es richtig, ich bin in Spanien. Ich habe so einen Selfie-Stick oder so einen Kamera-Stick, aber so gut ist er gar nicht. Naja, gut. Ja, wir sind gestern geflogen mit Ryanair. Sehr Komplikationen, ne? Also nicht mal hoch und runter ständig, aber mein Gott, ich bin so oft schon geflogen, das geht auch. Ja, ich bin jetzt hier selber in Spanien. Schaut mal. Und ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen hier in der Kamera. Aber wenn es nicht klappt, dann mache ich mit dem Handy viel, also auf Instagram. Genau, weil da kann ich es auch gleich hochladen. Hier muss ich ja erst warten, bis ich wieder in Deutschland bin. Ich werde auch ein paar Mal schwimmen. Wir haben es jetzt 8 Uhr, Viertel nach 8. Meine Familie schläft noch. Glaube ich zumindest. Und ja, ich werde irgendwann mal auch mal ins Wasser gehen. Aber heute noch, also vielleicht jetzt noch nichts. Ich habe jetzt noch nichts mit. Also ich habe keinen Badeanzug mit und keine Decke oder so. Aber genau. Und gestern, wir waren bei Event Wine Air übergeflogen. Und ja, genau das Problem, was ich Angst hatte, natürlich war das klar, dass es, ich bin fett, ne? Das ist mir auch klar. Auf jeden Fall habe ich, sag mal schnell, eine Kotverlängerung gebraucht, aber wenn es so das ist, nicht so schlimm. Genau, jetzt werde ich immer noch den Strand genießen und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Wir sind erst gestern um ungefähr 2:30 sind wir erst ins Bett gegangen und ich bin jetzt um 7 Uhr aufgestanden, weil ja, ich wollte einfach dieses Meer sehen. Ich liebe dieses Meer und das werde ich öfters mal machen. Weiß ich, das jedes Mal. Genau, okay, bis später. Hallo, Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video oder von mir. Oder hallo erstmal wieder. Letztes Mal, als ich mich gezeigt habe, war am Montag. Genau, jetzt ist schon Samstag. Und ich bin jeden Tag, wirklich jeden Tag im Wasser, weil ich möchte es ausnutzen, weil ich glaube, nächstes Mal erst wieder in ein paar Jahren hierher komme. Und was dann ist, weiß man ja nie. Und ich hoffe natürlich auch, dass Bailey nächstes Mal dabei ist, meine Hündin. Weil es einfach besser ist mit ihr, weil ich vertraue dem meinem Onkel ja, ne? So ist es ja nicht. Aber trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn sie hier wäre. Aber ja, hat leider nicht geklappt. Ja. Sonst habe ich mich am Mittwoch, heute ist Samstag, Mittwoch glaube ich getraut, nee, Mittwoch nicht, Donnerstag glaube ich getraut, das erste Mal mit Badeanzug rumzulatschen. Also in dem Sinne, ich bin Oberteil hatte ich an, und aber unten hatte ich keine Hose an, nur das Oberteil, also das nur den Badeanzug, und bin dann hochgegangen zum Haus. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich das schaffe, also in dem Sinne mir getraut hätte. In Deutschland hätte ich mir das auf jeden Fall nicht getraut. Und hier in Spanien ist es was anderes. Also die gucken nicht so wie die Deutschen, finde ich so. Und ja, vielleicht kann es auch sein, dass die lästern hier im Hintergrund, weil ich die Sprache ja nicht verstehe. Aber das wäre auch kein Weltuntergang. Meine restliche Familie ist gerade essen. Irgendwo außerhalb, also ein bisschen nicht außerhalb. Da. Und ich habe gar keinen Hunger. Und dann habe ich jetzt ein Baguette für 40 Cent geholt und Guacamole. Ob ich das esse, wie viel ich davon esse, mal gucken, wenn ich Hunger habe, esse ich es. Aber ich habe diesmal wirklich also recht wenig gegessen hier, weil das Wetter ist ja auch gerade, also ganz schön heftig. Wir haben es gerade, jetzt gerade, weiß ich nicht viel, aber vielleicht auch schon 30. Und
was hatten wir, höchste Temperatur heute? 36 Grad und es ist ziemlich, ziemlich krass. Noch keine Wolke mehr im Himmel, sondern einfach nur Sonnenschein. Und das ist schon krass. Trotzdem mag ich es nicht so gerne, Film mit, also wenn andere mir zugucken könnten, auch wenn sie es vielleicht nicht verstehen, aber hier sind doch also ganz schön einige, Deutsche. Also ich verstehe manchmal die Sprache, das ist aber sehr schön manchmal. Aber ja, so, jetzt weiß ich mich nicht, wann ich mich nämlich das nächste Mal melde. Mal schauen. Hallöchen. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Also 2 Wochen war ich jetzt im Urlaub in Spanien. Man sieht es auch vielleicht ein bisschen braun geworden, aber ist mir eigentlich auch Wumpe. Ich glaube, ich habe abgenommen, ich weiß es nicht, weil ich ja fast jeden Tag im Pool sah ich schon. Der war leider nicht da, aber im Meer war. Und also an sich war es ein sehr anstrengender Urlaub. Auch schön. Ich kannte halt alles. Also wir sind da hingefahren, weil ich war ja schon bestimmt 30 Mal in meinem Leben und es war alles, was ich kannte. Ich wusste genau die Ecken und weil ich schon seit klein auch da bin. Wenn ich jetzt mal so nach in die Türkei geflogen bin oder nach Tunesien oder Ägypten oder sonst wo und da irgendwo, wo ich es nicht kenne, dann wäre was anderes. Aber so war es auch schön. Ich wusste die Ecken und wusste genau, welchen Supermarkt super ist und wo meine Lieblingssalami ist und sonst was. Die Kamera ist ein bisschen schief hier. Naja, ist auch egal. Ist immer noch schief. Ist dann noch schlimmer als vorher. Warte kurz. So, jetzt ist sie gerade, die Kamera. Ja, sonst war gestern der Rückflug. Also heute ist der erste Tag zu Hause. Ich habe gleich noch einen Termin. Und dann hole ich meinen Hund ab. Der ist ja noch bei meinem Onkel. Und ich hoffe, ihr geht's gut. Ich habe ja zwischendurch nicht so gefragt, wie es ihr geht, weil ich wusste, wenn irgendwas sein sollte, dann würde er sich melden. Und wenn was passiert sein sollte, gebe ich ihm ja auch keine Schuld. Also er braucht nie Angst haben, dass ich ihm irgendwas die Schuld vergebe, wenn irgendwas passiert ist. Nee, das ist Familie und das kann mir auch passieren. Irgendwas. Man weiß ja nie, wenn ich sie im Wald loslasse, dann rennt sie irgendein Tier hinterher und plötzlich kommt dann so ein Mähgerät. Nein, Spaß. Oder irgendein Trecker oder so und sie wird erfasst. Das kann jedem passieren. Und von daher, wir wohnen ja hier ein bisschen ländlicher, von daher kann das passieren. Aber es ist ja zum Glück nicht passiert, zumindest so wie ich weiß. Sonst habe ich heute Nacht, besser gesagt, war ich sehr entbost. Ja, selbst ich. Ich bin hier reingekommen, nicht in die Wohnung, sondern ich war unten am Parkplatz, habe da geparkt, bin dann einfach nur, ich wollte gucken, was ich für Post habe. Ich wusste, dass ich einige Post habe, natürlich nach 2 Wochen. Ein einziger Brief war zu. Ich habe hier eine Person im Haus, wahrscheinlich. Ich kann es ja nur wahrscheinlich sagen, weil 100% kann ich es nicht sagen. Aber oder hier in der Umgebung, die meine Post aufmacht. Meine Post war offen. Jeder einzelne Brief, außer ein einziger, war offen. Nicht nur einer, sondern, nicht nur offen, sondern der Briefumschlag fehlte, sondern das lag einfach so da drinne. Und wenn man überlegt, weil manchmal packe ich da auch Briefe rein, die ich gelesen habe und das später mit hochnehme, wenn ich gerade unten und Gassi bin, aber der Brief wurde am 5.8. losgeschickt. Wir sind am 4. Geflogen. Also muss das irgendjemand aufgemacht haben. Und ich schaue das nochmal nach. Und wenn das nochmal passiert, muss ich eine Anzeige erstatten. Weil das Eingriff in die Privatsphäre. Und das sind meine Briefe. Und passiert das nochmal, dann wird halt angezeigt, weil ich habe ihn ja recherchiert, weil das ist eine Straftat und
eine andere Person hier im Haus ist das auch passiert. Und nicht nur einmal, das sieht man nämlich, weil geöffnete Post. Die Person ist hier im Haus. Sie geht nicht oft raus. Und man sieht dann halt, wenn geöffnete, ich wiederhole, geöffnete Post vor ihrer Wohnungstür liegt. Und komisch, wenn da nur 2, 3 Leute hier sind und ich war es nicht. Ne? Also manchmal denke ich echt, ich wäre doch lieber in einer anderen Wohnung geblieben. Weil in meiner anderen Nachbarin. Weil, also die hätte das nie gemacht. Sie hätte nie meine Post aufgemacht und einfach nur so durchgelesen. Man sieht es ja auch, wie die gefaltet sind, ja? Man sah auch, dass die so gelesen wurden und dann halt so wieder schön, naja, schön auch nicht, aber einfach nur so wieder zusammengeknickt sind und halt so viert, also nochmal zusammengeknickt und dann einfach so in den Briefkasten wieder reingesteckt. Also ich mach das auch nicht. Ich gehe da auch nicht in fremde Briefkasten rein weiß nicht, ob den Schlüssel hat von einem alten Vermieter oder so, sonst weiß ich nicht. Also Entschuldigung, also das geht gar nicht. Und ja, das ist echt. Ich freue mich auf Bailey, das muss ich mal sagen. Dann habe ich ein bisschen Ruhe. Ja, das ist echt. Naja, gut, was soll man machen, ne? Noch einmal und dann wird es angezeigt. Was einfach, weil es geht nicht. Ja, ich mach's ja auch nicht und. Naja, was soll's. Meine Lieben, ich werde jetzt meinen Koffer ausräumen und dann habe ich gleich noch einen Termin. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, was auch immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!